Ah, ja, den Deich wollte ich erforschen. Uns fehlen genau 3 Punkte. Wir werden es hier abschließen. Nicht, dass es da aus der Ecken rausrinnt, weil ich bin mir nicht sicher, ob es da rausrinnen kann, das ist das Problem. So. Mit der Schleuse. Na, ein Deich nochmal rauf und dann. So schließt die Schleuse oben am Boden ab. Ja. So, hier müssen wir nachher raus. Wieso? Nee, wir gehen nachher einfach von dir auch darauf. Beziehungsweise ich mache ein zweites Treppen. Vielleicht hier nochmal ein zweites Treppen. Dass wir mehrere Wege hätten, dass man darauf zum Lagern kommt. Nicht, dass ich immer jeder darauf wieder rennen muss, wenn er da ins Lager rein will. Ja. Also jetzt noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Okay, wir haben jetzt noch viel zu viel Nahrung noch. Also die Bauernhäuser sind völlig voll. Also komplett voll noch. Der Ahorn ist bald fertig gepflanzt. Holz fehlt jetzt halt. So. Okay, ist ja auch noch gut bewässert. In 9 Tagen. Also 24 Tage haben wir jetzt an sich, die wir warten müssen. Also bis wir da unser Holz bekommen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, den Ahorn erweitern wir hier ein bisschen. Einfach damit wir wirklich viel Holz haben und da die Kanten sollten auch bewässert sein, wenn wir hier Wasser reinleiten. Das könnte man auch vielleicht schauen, dass wir es hier so machen. Müssen wir hier nur einen Damm machen zum Verschließen. Dann können wir auch eigentlich hier unten nochmal eine Farm errichten. Können wir hier eine Treppe runter, mehr oder weniger. Da eine Farm machen. Hier zu, einen Damm zumachen. Damit hier unten alles grün ist. Ja. Und wenn möglich, nachher alles in einem einzigen Distrikt. Also alles im Hauptdistrikt. Damit wir uns nicht kümmern müssen, immer mit Bevölkerung hin und her migrieren. Okay, 3,5 Tage haben wir jetzt die Dürre. Da oben hätten wir eigentlich noch so viel Holz, einfach wegen dem Ahorn. Könnten wir eigentlich auch alles fällen. So, wir haben 3 Sägewerke. Ich will. So, hätten wir 8 Stück insgesamt. Die 8 Stück sollte ausreichend sein fürs Erste. Eins weiter darüber. So, dann können wir nicht hier nachher die hohen Antriebswellen machen, damit wir über den Weg rüberkommen, dass wir je nach Gewinde produzieren. Und fürs Erste machen wir hier noch eine Verbindung, damit wir hier Gewinde herstellen. Mit Hilfe einer normalen Antriebswelle und einer, die um die Ecken geht. Das haben wir auch.
Dann können wir nachher da drei Gewinderwerkstätten hingeben. Mach mir nur Sorgen, dass unsere Holzproduktion nachher mit der Wirtschaft nicht mithalten würde. Ich habe 5 Holzfälle, ist viel zu viel, aber bis erst einfach nur mit gleichmäßig, was er ausschaut. Und weil unsere Biber auch Güter transportieren, wenn sie nichts zu tun haben. Von dem her ist es relativ egal. Zwei Wasserspeicher. Dass sie, falls sie während der Arbeit durstig sind, nicht herumrennen müssen zu weit. Ja. Ja. An sich glaube ich, haben wir da jetzt eine gute Wirtschaft. Nur uns fehlt halt wieder, es fehlt das Holz. Wir könnten da eine Treppe. Bräuchten da eine Plattform. Zwei Treppen. Dann könnten wir hier auch noch das Holz wegfällen. Beziehungsweise nachher halt Teile vom Holz zerfällen. Weil da unten kannst du ja natürlich einfach immer wieder nachwachsen, ist relativ egal. Und das Wasser hat nicht 100% durch die Dürre gereicht, aber wir haben nur 0,1 Tag hat gefehlt. Das heißt, da, die Verrotten, die haben 1,5 Tage. Die haben 1,5 Tage Zeit einfach. Und 0,1 Tag haben sie jetzt leiden müssen. Also, einen halben Tag haben sie vielleicht kein Wasser gehabt. So, priorisieren wir hier die Treppe runter. Da setzen wir die Priorität 1 runter, damit wirklich die Treppe zuerst gebaut wird hier. Brauchen wir 4 Planken. 8, 12, 16, 20 Planken brauchen wir insgesamt. Da brauchen wir jetzt erstmal 20 Holz, damit wir es bauen können. Und das wird unser Problem sein, weil wir kein Holz mehr haben in der Menge. Es ist 60% schon gewachsen. Das heißt 12 Tage noch und dann hätten wir die ersten Holz an. Eigentlich könnten wir hier unten auch schon den Damm planen. Weil über die Höhe dürfen wir eh nichts raus, weil sonst fluten wir alles. Aber da hätten wir noch schön viel Wasser. So, da die Position sollte am kostengünstigsten sein. Ja, das sollte am günstigsten sein, um das mal zuzumachen. Dann haben wir auch hier mal den größten Effekt von wegen Wasserspeicherung. Dann können wir hier 4 tiefe Wasserpumpen machen.
Halt das alles wieder von der Prio runter. Weil wenn das fertig gebaut ist, ist relativ egal jetzt mal für den Anfang. Als erstes müssen wir mal die Holz anlaufen. Das Schöne ist, das Holz wird alles nacheinander fertig. Also hier vorne wird es schneller fertig, früher fertig, und das wird noch immer erst eingesetzt. Das heißt, es wird immer alles schön langsam da so als Welle rüber fertig werden. Unsere Nahrungsproduktion ist auch noch oversized für unsere Bevölkerung. Aber ja. Wir haben zwei nicht verbundene Gebäude, sind die hier. Die brauchen Holz, was wir jetzt nicht haben. Ja. An sich müssen wir jetzt wirklich warten, dass das hier die ersten Kiefer fertig sind, aber das sind eh schon die ersten bei 70%. Das heißt, ja, die brauchen jetzt nur 6 Tage oder so. Und das haben wir eh schnell. Und das ist das die einzige Wasserquelle hier auf der Map, oder? Ja, sieht ganz so aus, als wäre es die einzige Quelle, und die hier rennt hier raus. Da ist kein Wasser, da ist auch nichts. Oh, das wäre ein schöner Krater zum Auffüllen. Und hier nachher aufmachen, dass es hier so runter rennt. Es wäre einfach rein optisch, weil ich für so das Wasser komplett alles verlieren, weil du es nicht mehr zumachen kannst. Das wäre optisch schön. Er ist die einzige Wasserquelle. Okay, hier machen wir dann zu. Dann müssen wir nur hier hinten auch zumachen. Da ist es tiefer. Das heißt, entweder machen wir es hier auf der Lippe zu. Die Frage wäre nur, machen wir es auf die Höhe zu oder machen wir es wirklich auf die Höhe? Weil die Höhe ist ja... Ich glaube eher auf die untere Höhe. Weil das ist dieselbe wie hier. Was soll zumindest dasselbe sein? So, unser Biber. Der ist fertig beim Arbeiten. 80% haben wir. Haben wir da. Ja, das sollte der Baum sein, der zuerst fertig wird. Ich bin, schau mir da einfach jetzt kurz mal zu, weil wir haben zu sehen, nichts großartig zum Anschauen, und ich hole mir was zum Trinken. Bis gleich.
Sorry, da bin ich mir wieder. Ich habe mir jetzt auch Zucker genommen, kurz wegen dem ganzen Hüsteln, was ich die ganze Zeit mache, und ich glaube, das ist unangenehm im Stream. Also ja, da sind wir vom noch nicht weiter, aber wir brauchen ja das Holz. Stimmt. Okay, 90%, das heißt 2 Tage. 2,4 Tage. Also abgerundet 2 Tage. Die Bären sind alle voll. Da bekommen wir den nächsten Nachwuchs bald wieder. Wir haben einen Arbeitslosen. Wir haben alle Gebäude voll besetzt, aber schon. Ja, das ist eh genug in Planung. Das setzt mal alles auf geringere Priorität. Wir haben theoretisch schon eine größere Lagerfläche schon, aber es fehlt uns einfach der Weg dorthin, weil wir kein Holz haben, um es fertig zu bauen. Wir könnten dann auch eigentlich wir haben hier gehen wir dritte Gewinde dazu. Brauchst Planken und Holz. Metall kriegen wir ja hier hinten. Müssen wir nur verlängern ein bisschen und hoffen, dass das Distrikt, der Distrikt weit genug gehen würde. Also, dass wir da nachher runterbauen können. Dass wir da das Metall im ersten Distrikt sammeln. Könnten wir nicht auch eine Metallverarbeitung direkt auch aufbauen? Obwohl, ich glaube, die brauchen wir noch nicht mal wirklich. Also jetzt zumindest noch nicht. Das wäre interessant für Metallplattformen und sowas. Da hätten wir Hängebrücken, die wir bauen könnten. Die könnten wir nutzen, um hier die Schlucht überzubauen. Wenn wir die Forschung investieren wollen. Und ein bisschen das Material. Die Biberstatue kostet Metall. Wow. Okay, jetzt haben wir in 3 Tagen eine Dürre. Wir haben 4 Arbeitslose, aber die Bäume wachsen. Das heißt, jetzt, wo wir die Bäume, das Holz haben, haben wir nachher bald die Energie nicht. Deswegen ist es so typisch für solche Spiele. Sobald man einen Rohstoff hat, den man braucht, geht die Energie aus. Ist sowas von egal jetzt. Für die Energie können wir nachher eh unsere Motoren uns holen und errichten. Obwohl die eigentlich komplett nutzlos sind, weil wir das dasselbe einfach mit der Wasserkraft machen können. Und zwar ohne irgendwelche Kosten. Also nur einmalige Kosten, aber es kostet auch Metall. Das heißt, man muss eh schon fortgeschritten sein.